im Gegensatz zu dem, wo wir, zu dem Bahnhof, wo wir eben waren, einfach um die Halle erlebbar zu machen. Wenn das oben im Dunkeln bleibt und nicht angeleuchtet wird, nimmt man den Raum nicht so wahr. So haben sie noch eine Spiegelung im oberen Bereich, im Hallenbereich, wenn man so will. Ja, und die Säulen sind ja genau ausgerichtet auf die weißen Deckenfelder hier. Ja. Ja, das war damals der Baudezernent Recknagel. Der war der oberste Häuptling der Brauerei in Düsseldorf. So. Und die haben damals einen Architekten ausgesucht, den Herrn Wilke, der auch die Messe gebaut hat. Und der bekam den Auftrag für die Gestaltung. Und dessen Lieblingsfarbe war schwarz und dunkelbraun. So. Und so sieht das auch aus. Ja. Und nee, dann, klar, hier, Sie gucken sich auf diese Mosaikwände. Und dann, und der Witz dieser ganzen Linie, in der wir jetzt hier stehen, ist, dass der Bahnsteig in der Mitte ist und die Gleise am Rand sind, links und rechts. Ja, ja, das geht ja ganz. Das hat den Nachteil, dass die Verteilerebene über uns natürlich durchgehend ist und eine Möglichkeit bietet für Geschäft und Leben. Ja, da kommt die Bahn. Haben Sie noch eine Spiegelung im oberen Bereich, im Hallenbereich, wenn man so will. Ja, und die Säulen sind ja genau ausgerichtet auf die weißen Deckenfelder hier. Ja. So, haben Sie noch eine Spiegelung im oberen Bereich, im Hallenbereich.